Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Abfahrt. Diesmal mit einem bisschen anderen Ausblick sozusagen quasi. Ich bin in Berlin für die LCS, EU-LCS zum Analysieren. Und ja, nehmen hier sozusagen die Folge auf. Beziehungsweise vielleicht auch noch die für den Sonntag. Ja. Aber ich habe mir gedacht, heute Morgen, es ist früh morgens gerade. Also früh morgens, Kappa, es ist 9:30, glaube ich. Ich habe mir gedacht, ich werde ein bisschen die IPs durchprobieren, weil ich ganz interessant finde, wie es jetzt mit den neuen Items ist. Wir sind hier gegen Fizz. Erstmal, kaufen, wenn wir nicht so spät da sind. Ich habe jetzt ein bisschen leiser an der Bucke. So, ich habe mir gedacht, ich probiere mal die APs aus, weil ja, wie ihr wisst, die AP-Items ein bisschen verändert wurden. Also Vladimir, Cannon, Victor Top vielleicht und. Also es gibt viele Möglichkeiten für die Toplane gerade. Ich bin gerade noch ein bisschen aussetzen, deswegen habt ihr gerade so viele Videos, einmal mit Tausend von Champions, einfach jedes ein unterschiedlicher Champion. Wird sich natürlich bald auch ein bisschen legen, sobald die Meta ein bisschen bestimmt ist und ja, ich mich auch ein kleines bisschen festlege. Also ihr werdet natürlich immer noch sehr viele Champions bekommen von mir. Aber ja, wir sind mittlerweile bei 120 Punkten. Ihr seht ja sozusagen, ich lade ja mittlerweile jeden Tag ein Video hoch. Jetzt von Abfahrt. Von daher seht ihr, wenn ich Challenger bin, dies, das. Also wird echt cool. Ich hoffe, wir schaffen Challenger. Sollte ein NP sein, Kappa. Je nachdem, wie viel ich spiele. So, aber jetzt erstmal hier. Viele haben auch gefragt, bisschen was zu Laning vielleicht sagen. Und, ja, wie Toplane vielleicht funktioniert, irgendwie sowas. Also ich werde vielleicht noch ein Video drüber machen, ein bisschen genauer. Weil ich glaube, das ist schon wert, ein eigenes Video zu machen. Weil so, es ist jetzt wirklich schwer, jetzt einfach so aus diesem Matchup wirklich die Toplane zu erzählen. Das ist einfach derbe unterschiedlich, was für Champions gespielt werden. Oder wie man Last hittet, ja, Kappa. Das allerwichtigste, Last hitten. Ist ein Matchup gegen Fizz. Da kommt der TP. Können wir gleich timen. Fizz-Matchup ist, glaube ich, relativ schwer. Er hat auch noch Ignite. Also, ich denke, reinpushen das Beste gegen einen Fizz. Mann, mein Lastens gehen wieder richtig ab. Das ist das Problem, wenn man halt so viele Champions spielt. Man kennt halt meistens nicht von manchen Champions einfach die Last-Hits, wie viel Damage er macht mit einem Last-Hit. Oder mit dem Last-Hit-Kappa. Ah, hier seht ihr es, Kappa. Hier werde ich Q machen, Abfahrt. Gar keine Frage. Einfach eh jetzt, zur Sicherheit. Hier glaube ich auch nochmal eh, zack. Vladimir, an sich ein starker Champion, wenn man pusht, weil man halt super krass bullen kann. Du hast Life Leech. Oh, bisschen konzentriert gerade. Also wie gesagt, du kannst halt super schön poken. Unterm Turm, weil du hast halt keine Gefahr, dass du Damage kriegst. Weil er muss sich ja aufs Farm konzentrieren. Also kann man hier schön, zack. Und ich glaube, das ist auch die Stärke hier, Vladimir gegen Fizz. Ich muss einfach wirklich pushen. Ohne Ende. Hier nehmen wir nochmal. Oh, bin ich nicht in Reichweite gekommen. Haben wir da hier gesehen? Wer hat da gepinkt? Wäre interessant. Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Wäre echt cool, wenn wir da den hier gesehen hätten. Den Jungler. Wir haben ihn, glaube ich, gesehen, weil wir sein Level sehen. Aber darauf könnt ihr sehen, ob ihr ihn gesehen habt. Falls ihr halt echt keine Ahnung habt, wo er gerade ist. Wo er sein könnte. Also waren die Pinks quasi für den Jungler. Ein Countergang wäre echt cool. Aber wir haben die Kontrolle. Gank wird, glaube ich, auch für ihn ganz schwer. Und jetzt, was man machen kann, ist einfach... Okay, jetzt habe ich es verkackt. Ich wollte eigentlich auch auf Range gehen. Oh. Man kann jetzt einfach ein bisschen... Ja, ein bisschen vom Farm abschneiden. Und jedes Mal, wenn er wirklich für den CS geht, ihn kosten lassen. Also, der hat halt echt eine sehr schwierige Zeit gerade. Ich push jetzt einfach immer weiter rein. Einfach keine Gnade. Vor allem mein Jungler, der invadet auch. Das könnte hier sogar Dive werden. Ja. Also echt das Matchup. Wenn man wirklich die Freiraum hat ohne den Jungler, dann ist das echt nice.
Ich denke, Jungler ist auf jeden Fall hier. Komm schon, gib ihm den Q. Oh. Den geben wir auch noch. Schade. Aber er hat kein TP. Ich habe jetzt vergessen zu timen. Aber er hat kein TP. Oh, chill. Oh, der Lauto-Tag. Da ist er. Nicht sterben. Good job. Sehr nice. Was schreibt er da? TP ab. Was ist denn mit dem, ey? Schön gespielt. Also vom Rek'Sai. Also das Matchup, ich hätte nicht gedacht, dass es so krass abgeht, wenn man pusht und wirklich nicht diese Präsenz hat vom gegnerischen Jungle. Weil dann kannst du halt einfach pushen unterm Tom Harrison. Das ist halt wirklich sehr stark und Fizz kann nichts tun. Ihr müsst halt immer, die Laning Phase bestimmt viel der Jungler, was euer Jungler macht, wie euer Jungler spielt und wie weit vorne euer Jungler ist. In dem Fall war mein Jungler halt super weit vorne. Also was ist vorne, aber er hat Counter-Jungled. Ich wusste genau, wo der Jungler ist. Und das für die Top-Lane ist einfach so schön, wenn du ein gutes Matchup hast. Also ein Champion, der wirklich bullen kann. Was hatte ich überlegt gerade, was ich hier gehen kann. Ich glaube, ich werde Schuhe gehen erstmal, obwohl. Ja, gehen wir Schuhe. Wir starten uns mit Pink Wards aus und einem Ward. Könnten auch TPen hier, aber er pusht gerade. Von daher muss ich mein TP nicht wasten. Ich kann es für was anderes lassen und den Farm dann einfach abholen. Ich werde vielleicht ein, zwei CS verlieren. NP. So, mit Vladimir auf dem Weg, wenn ihr auf dem Weg auf die Toplane seid, kurz bevor der Stack verliert, einfach wieder E stacken. Ja, also so, zack. Weil euer E ist wirklich fast noch wichtiger als Q, jetzt im Trade oder im Poken. Na, kriege ich ihn noch? Jawohl. Und hier mache ich E. Ah, den hätte ich wissen müssen, aber das ist halt einfach, weil ich nicht Vladimir so gut kenne. Ich werde einfach wieder reinpushen. Jetzt werde ich auch mal meine Wards haben, um mich zu beschützen. Hab kein Flash. Das ist leider das Traurige. Was ihr auch machen könnt, ist einfach so hier zur Seite gehen. E machen, dass ihr wirklich keinen Minion trifft und nicht automatisch pusht. Kann man hier irgendwas machen? Kriege ich ihn noch? Ich glaube, aber ich werde, glaube ich, sterben. Oder? Werde ich sterben? Triple Kill! Quadra Kill! Nein, da war ich zu greedy. Ich hätte weggehen sollen. Oh mein Gott, war ich greedy. Ah, ich wollte mein Quadra Kill. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass wir das so schön spielen noch. Gut, dass mein Team gekommen ist. 4-1 Vladimir. Wow. Das ist echt brutal. Brutal of Doom. Hat er auch einen Buff bekommen? Nee, ich glaube, das ist gleich geblieben, oder? Oh. Nice. Sehr geil. Er TP'd auf die Top-Lane. Hat also kein TP auch wieder für die Landing-Phase. Oder nee, er kann auch sein, dass er gelaufen ist, weil er früh weg war. Aber ich glaube, der ist hier gelaufen. Ah nee, der ist ja TP'd. Bottom, was rede ich für einen Schwachsinn? Der ist ja auch TP'd. Nevermind. So, jetzt wieder anfangen zu stacken. Und jetzt, ihr seid vorne, ja? Ihr habt das Gold, ihr habt die Kills. Und er kann nicht wirklich viel gegen euch ausrichten in einem 1v1. Das heißt, ihr freest jetzt einfach. Ja? Wie ihr das tut, zeige ich euch jetzt. Also, ihr lasst ihn pushen. Ihr wollt ihn nicht zu sehr harassen mit euren Spells. So, und jetzt bleibt einfach hier stehen. Mit Vladimir zum Beispiel. Und killt wirklich nur die Frontline. Nehmt einen Potion. Und freest das weiter. Also jetzt habt ihr einfach diesen Advantage, dass er wirklich zu euch kommen muss. Ihr könnt einfach hinter die Minions gehen. Und ihn harassen. Hier machen wir noch so einen kleinen Stack, dass sie wirklich ein Minion nur fokussen. So. Oh, nicht in Turm Range gehen. So.
Und jetzt hat er Fizz das Problem, was macht er jetzt? Kommt er jetzt, um zu farmen? Oder, ja, geht er roam? Irgendwas. Hier jetzt, wenn ihr kommt, oh, komm schon Minions. Okay, die sind kacke. Eigentlich kann man die jetzt noch so rauspullen. Wir werden auch gleich wahrscheinlich einen Slowpush machen mit dem großen Minion. Obwohl, vielleicht schaffen wir es auch so. Einfach mit dem E's last hitten, mit dem Q's. Ist gerade Miss. Ah, das ist nicht, das ist, meh. Ja. Muss nicht sein. Ja. Ja, Fizz AFK quasi. Kann halt recht wenig gerade machen. Und mein Jungler, der spielt einfach so gut. Der holt einfach für mich diese Vision. Also, Toplane, wie gesagt, hängt viel vom Jungler ab. Und nachdem ihr diesen Anfang vom Jungler hattet, einfach einen guten Lead auszubauen und zu wissen, wie man snowballt. Und das ist ein Weg zu snowballen. Fizz noch Level 7, ich bin Level 9. Kann auch jetzt auch... Obwohl, nee, ich glaube, ich sollte jetzt reinpushen. Wenn er jetzt wirklich weiter chase und ich auf der Map sehe. Ich, ja, okay. Ich push jetzt rein. Ich sehe, dass er weiter Bottom geht. Das heißt, wir müssen hier auch um für mein Team, weil wahrscheinlich irgendwer sterben wird, auf jeden Fall sich einen Turm sichern oder Damage dem Turm gut geben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr habt zwei Entscheidungen zu treffen. Ihr lauft los und versucht zu helfen oder ihr pusht einfach den Turm und holt den Turm. Gebt dafür den Drachen auf. Was okay ist. Der Trade ist okay. Also ist immer noch Mitte. Wir können hier echt richtig deep reinpushen. Und er wird viel verlieren. So. Oh, okay. Victor kommt. Never mind. Gucken wir mal, ich hau platt. Oh, letzter Stack. Kappa. Ah, um weiter zu snowballen. Good job, Lucien. Einfach immer noch die Minions machen. Die bringen euch als Top-Laner super viel ahead. Also, die sind echt das Beste, was ihr machen könnt. Wenn ihr es wirklich schnell machen könnt, natürlich. Aber mittlerweile geht das mal mit fast jedem Top-Laner. Mit solchem Level 10 und solchen Items. So, die Lane wird wieder pushen. Ich gehe back. Hol mir meine Items. Ich überlege gerade, was ich gehe. Die haben viel. Haben sie viel CC? Ja, sie haben viel CC, um ehrlich zu sein. Ich habe gerade überlegt, ob ich auf Mercs gehe. Mercs wären echt vielleicht nicht so schlecht gegen das Team. Na, wir gehen einfach Damage weiter. So. Haben mich unentschieden. Und ja, wir werden auf Rylaes gehen natürlich. Rylaes gerade ein starkes Item. Ich denke mal auch für Vladimir. Oh, der Bait ist real. Immer schön euren. Oh, der Ward geht gleich weg. Schade. Nice, right? Oh, aber der Damage von hier. Hier habt ihr einfach gerade die Zeit, weil die Top-Lane noch nicht bei euch ist. Okay, da lohnt es sich nicht zu tippen. Was ist da los, Boys? Raven macht Solo. Solo-Dragon. Ja, muss Fizz benutzen, sein Fisch benutzen, um das Air Engine. Wir pushen einfach weiter rein. Da verloren. Ah, das ist bitter. Wir müssen halt echt nur mit mir kämpfen, glaube ich, weil Midlane sieht nicht so prickelnd aus. Mal gucken. So. Weiter geht's, vielleicht ein Roam sogar mit, aber ich bin halt ein Vladimir. Hab wirklich keinen harten CC. Das im Gank. Ich weiß halt nicht, ob er Flash hat. Guck mal, einfach hier. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Also hier wirklich am Rand stehen. So, zack. Nocturne grad hier. Oh. Komm ich ran! Nein, ich tue es nicht. Wir haben Devourer. Also hat ihn schon. So, ich sichere mir jetzt hier die. Oh, hier ist ein Pink Bottle. Ja.
Oh, der die Jukes hier. Mit dem Autodeck noch rausgeholt. So, easy, Kapak. Alles planned. So, das Game wird relativ schwer zu gewinnen, weil es geht. Also Lucian, wir haben einen Fett-Lucian, was immer sehr nice ist. Sie haben dafür einen starken Vladimir. Sie haben einen starken Vladimir. What the fuck, Abfahrt. Ne, sie haben einen starken Victor einigermaßen. Der gut Damage raushauen kann und. Jetzt müssen sie aufpassen, jetzt muss ich auch mein TP bereithalten, weil jetzt ist wichtig, dass ich im Teamfight dabei bin. Und Lucian natürlich auch, weil ohne Lucian geht nichts. Ja. Oh, schön, haben sie. Nein, oh, RIP. Hätte vielleicht sogar der Hook kommen können von Blitzcrank hier rein. War ja eigentlich obvious, dass er zurückgeht. Und wir weiter pressuren einfach. Unser Job ist wirklich, den Fist hier irgendwie unten zu halten. Und ihn nicht ein Comeback machen lassen. Hat also kaum Items noch. Pushen jetzt hier einfach rein. Und wie gesagt, zwei Levels vorne. Oh ja, okay, never mind. Ich wollte eigentlich mir auch gerade die hier holen. Die Golems. Hier, ein Level vorne. Ah, das wird schwer. Diese Taktik ist schwer gegen den Fizz. Weil er einfach so viel Disengage hat, obwohl mit einem hier. Aber er kann sein, dass er Facecheckt. Nehmen wir einen Potion, um nicht so viel Fall zu verlieren. Na komm. Oh, er macht's nicht. And the hook comes out. Schade. Schöner Versuch, aber auf jeden Fall. Ist halt Fizz. Ist halt sehr eklig mit dem Trickster. Was ist hier los mit meiner Musik? Rip-Musik. Schön wieder den Victor. Genau das müssen sie weitermachen. Einfach den Victor abfahren. Der ist halt immobil. Nice. Oh, Draven. Ah, beide. World for Draven, denke ich. Hat die Stacks gehabt. Aber es ist halt schwer, ein 1v1 gegen Draven. Ne? Wer gegen Draven schon mal gespielt hat. Ah, der Damage kommt einfach raus. Was willst du denn? Kollege, Tonschuh. 1v2, gar kein Problem mit Vladimir. Gegen den Support natürlich. Wenn jetzt wahrscheinlich der Jungler kommt. Ist ja ein bisschen andere Geschichte. Aber wir machen hier nochmal einen Ward rein. Hier manchmal kann man oft gecatcht werden. Okay, Trash geht back. Immer wenn der Call kommt oder wenn ihr seht, Trash oder irgendeiner euer Supporter, einer aus dem Team geht back. Aufpassen mit dem Pressure, weil es passieren echt viele Calls, weil ihr dann alleine seid und ihr sagt, oh, Support, please, help Team. Aber das ist euer Bad dann. Ja, weil er pingt meistens auch noch back. Und deshalb müsst ihr da wirklich aufpassen. So, Riley zuerst. Elf natürlich auch sehr gut, dank der Passiven, ja. Es gibt Bonus-AP, wenn ihr Leben habt, und Bonus-AP, wenn ihr viel Leben habt. Also AP gibt Leben und Leben gibt AP. Sehr coole Pässe von Vladimir. Ja. Das Nox. Cool. Der Drache hat 55 Sekunden. Hoppala, wieso habe ich einen Push? Damn. Unlucky. So, jetzt um den Drachen. Wir brauchen den ersten Drachen. Mittlerweile auch diese 6%, die man vom Drachen kriegt, wertvoll. In dieser Minute, 20. Minute, wenn man schon die Items hat. Besonders ich, weil ich schon ziemlich fett bin. 222 AP. Da helfen die hier immens. 6%. Also immens, ne? Aber es ist halt auf jeden Fall ein kleiner Vorteil für sie. Der sich ausgleicht, da wir vorne sind. Also wie ihr seht, League of Legends ist auch viel Calculation. Ja, ihr müsst viel kalkulieren, wer ist gerade stärker, Items her. Trinity Force fertig, also er hat einen kleinen Power Spike hier auf jeden Fall. Oh, okay. Geh back. Freunde der Nacht. Muss aufpassen, ich will natürlich nicht... Oh, jetzt werden sie hier gecatcht oder was? TP kommt. I'm coming. Sehr schön. Kommt direkt der Flash. Das geht hier ab. Oh, schön, Draven.
Oh mein Gott, Fist Damage, real. Alter, aber der hier noch mehr. RIP. Schön. Hier, Blitz. Ah, Blitzcrank hier. Hey, wo ist mein Wasser? I need water. Ei, ich wollte eigentlich rüberflashen am Ende. Ich wollte rüberflashen und dann den Blitzcrank killen. So, jetzt Riley ist fertig. Ist tot. Brauchst nicht mehr killen. RIP. War ein chaotischer Teamfight, weil überall die DPs kamen. Er hat noch den Trash abgeholt. Wir haben hier den Draymond abgeholt. Aber im Endeffekt nochmal gut. Ich verkaufe mein Potion. Ich brauche jetzt Armor. Also Sonja ist jetzt mein nächstes Item. Wichtig für mich. Weil sie haben viel... Oh, was wollte ich hier kaufen? So viel Gold habe ich noch nicht. Sie haben halt viel AD Nocturne, Draven, Fizz. Darf man noch nicht unterschätzen mit den Auto-Attacks. Ist halt hauptsächlich noch der W-Proc, der so stark ist. Aber... Ja... So, jetzt läuft es mit der Bock kein Eis. So, weiter geht's. Wir sind vorne. Also Gold vorne, Items vorne. Haben jetzt unseren ersten Dragon. Was jetzt okay wäre, einfach hier die Kontrolle. Full Jungle Control und dann die ganze Zeit Roam zwischen Top Lane und Mid Lane. Also jetzt, wir haben Trash. Wir haben sehr guten Hooker. Haben sie? Ah, ist schön. Jetzt müssen wir aufpassen, dass sie nicht sterben. Einfach weg. Egal, wenn der Trash stirbt. Aber der hätte halt nicht sterben dürfen. Ja. Ich versuche einmal bis zu pushen. Vladimir natürlich nicht der geilste Split, der geilste. Oh, RIP, vielleicht me. Ah, der haut schon Damage rein. Habe ich ihn vielleicht noch? Vielleicht habe ich ihn noch. Oh nein, meine Ultimate ist nicht durchgegangen. Lol. Alter, oh Damage, ey. Wie viele Stacks hat er? Er hat noch nicht mal die 30 Stacks. Ah, hat schon Blade halt. Ja, ich brauche mein Sonjas. Splitbushen wird echt schwer, weil anscheinend komme ich nicht mal gegen den Nocturne. Ist der stärkste von denen. Okay, war mein Bad. Hätte nicht so passieren dürfen. So. Müssen sich wieder eigentlich den Victor abholen. Oh, das könnte vielleicht sogar gut sein. Oh, ich wollte gerade sagen. Oh, shit. Oh, beautiful gespielt. Hat er echt super nice gespielt. Aber da kommt, glaube ich, irgendwer von der Seite. Ah, ne, war nur hier. Shutdown, leider. Ja. Ich muss halt wieder top pushen und dann groupen. Ich glaube, wir sollten hier auf Top rotieren. Auf die Top-Lane einfach rotieren. Wir müssen zusammen sein. Wenn wir zusammen sind, können wir, glaube ich, nur so gewinnen. Naja, deswegen ist er nicht gerade 5-2, sondern eher, weil auch Teammember gecatcht wurden. In der Mitte, sagen wir mal so. Oh, Alter, gib doch nicht den Turm. Wir geben einfach einen Turm umsonst ab. Okay, ich gruppe jetzt mit euch. Abfahrt, Leute. Oh, not cooling. Ah, Blitzcrank hier. So much blood waiting for purpose. Nicht weiter, leider, für den hier. Ich muss auf die Nocturne Ultimate aufpassen. Müssen halt Group sein. Nocturne tut gerade richtig weh. Also, den darf man echt nicht unterstützen. So wie ich gerade eben getan habe. Ja, aber der darf, oder was? I shall leave this place. Einfach jetzt top rotieren. Und Zed weiter split pushen lassen. Ich glaube nicht, dass wir den brauchen.
LOL, wie ich gerippt werde einfach nur. Alter, ich werde total gerippt von den Damage, den die haben. Das ist ja krass. In ein paar Autotext bin ich ja tot. What the fuck? Und dieser Ultimate, wie lange hält die? Ich war ja die ganze Zeit blind. Ich wusste gar nicht, wo die Lanterne ist und hier. Das ist böse. Kriegen wir... Ah, sie kriegen Baron wahrscheinlich. Ich glaube, er muss pushen. Ich habe zwar TP ab, aber... Ja, die sind viel zu schnell, viel zu schnell. Obwohl... Ach, schade, aber er ist jetzt... Ist er jetzt tot? Könnte überleben. Haben jetzt Baron verloren. Und wahrscheinlich den Dragon dafür auch. Ich werde mir das Elixier kaufen. Also Draven tut ja richtig krass weh. Bloodthirster hier. Fizz. Soll wieder hier einfach nichts machen. Der hier, der knockt schon da hier. Ich kann mir hier gerade. Naja, ich glaube nicht, dass wir pushen können. Ja, okay, doch, wir müssen pushen. Wir müssen da irgendwas rausholen. Aber sogar das wird gefährlich. Weil die einfach so viel Nocturne, Fizz, die können halt einfach. Ich glaube, unsere zwei Carries richtig auseinandernehmen. Game Top, wir den Farm noch abholen. Right, wir müssen den Baron auswarten. Nocturne, Victor. Werden böse. Obwohl Victor geht, hat er das zweite Mal gut. Ein bisschen mehr Items durch seinen Upgrades. Ich muss auch jetzt im 1v1 aufpassen, weil mir Fizz geben wird. Das heißt, ich push nur das raus und dann. Oder Nocturne sogar. Push raus und komm zu meinem Team. Hat mich sogar jetzt überlevelt, ey, Fizz. Bad. Das Game ist außer Kontrolle geraten, meine Freunde der Nacht. Wird ein schweres Game noch. Interessantes Game. Level 15 noch schnell abgeholt. Aber wir müssen engagen. Wir müssen engagen. Okay, nicht so. Die wissen, dass wir jetzt engagen wollen. Nocturne kann relativ schnell halt da sein. Okay, haben gut disengaged die Typen für den Turm. Nein, mein Pink One ist tot. Ja. Gebe ich den Farm auch weg. Wir müssen. Ja, Botlane ist gerade okay. Dragon ist auch ab. Wir hätten auch Dragon rushen können. Ah, ja, ja. Oh, it's done. Never mind. Mein Bad. Hier nochmal schnell leben, ein bisschen leechen. Wir werden wahrscheinlich wieder probieren, Mitte zu pushen. Immer diese Wards. Die Wards sind richtig gut. Auch für TPs später. Oder wenn ihr ein bisschen bessere TPs, ein bisschen bessere Champions zum TPs habt. Diese TPs, wenn die halt hier sind. Und dann ihr TP hier dahinter mit Homeguards oder sowas. Richtig nice. Die pushen wieder Mitte. Aber wie gesagt, ist halt echt schwer, glaube ich, die zu engagen. Weil wir müssen den Draven töten, der hat schon Quicksilver. Oh. Jetzt ist die Frage, wo geht der hier hin? Weiter, weiter drauf. Jetzt kommt der Pool einfach mit dem Slow. Und jetzt einfach weiter durchslowen. Kriegen wir den noch? Das kann, ich denke, kann man. Haha, nice try! Aber der Ward von mir hat's geregelt. Da kommen die Pünktchen. Na geil. Also Teamfights sind wir gut. Alter, der hier, wie viel Damage der rausknallt, ich hab's gesehen.
Wie viel Rek'Sai Damage raus? Nur mit dem Item gegen Fizz. 1v1. Gar kein Problem. Ja, okay, er hat halt ja, richtig viel Armor. Hilft natürlich da auch ein bisschen. Okay. Nice. Noch vielleicht den hier. Strap-Buff noch ab. Oh, mit dem Last-Hit. So, jetzt brauche ich mein Level 16. Muss ein bisschen dafür fahren. Hab jetzt Sonjas? Hab ich Sonjas fertig? Ich hab Sonjas fertig, das ist geil. Dafür ist halt nur nicht irgendwie. Das Schwere ist halt echt, in der Ultimate klarzukommen, was gerade passiert, wie viel Damage du kriegen kannst von Nocturne jetzt. Deswegen bin ich davor zweimal gestorben, weil ich halt nicht wusste, wer greift mich an, wo sind die gerade, wie viele sind um mich herum. Und ich konnte halt nicht einschätzen, wie viel Damage ich kassieren werde. Deswegen war es irgendwie schwer für mich, Pool zu drücken, also Pool zu aktivieren. So, jetzt als nächstes Void Staff. Void Staff, denke ich. Jetzt ganz wichtig. Weiß gar nicht, André später. Wir sind zu dritt, also aufpassen gerade. Am besten wieder im Jungle fighten, denke ich, wo Fizz oder so gecatcht wird. Wir haben halt gute Vision Control. Noch eine Minute bis zum Drachen. Bis zu Baron. Ah ja, das stimmt. Guter Call. Wir können jetzt Top-Push den Bot machen, nämlich Slow-Push gerade. Mein Level 16 hier gerade, wenn ich den hier hole, die Farm, denke ich. TP habe ich ab. Kann man sagen, in solchen Situationen. Da fühlen sie sich auch ein bisschen sicherer. Weiß nicht, aber es kann auch natürlich manchmal so zu Nachteil sein, wenn man das sagt. Weil dann denken die können einfach YOLO gehen und ich habe einfach gerade keinen guten Ward oder so. Wir können top gehen. Level 16 jetzt auch. Ich dachte, die gehen da härter rein, also. Da hätten sie durchaus richtig reindiven können. Schnell nochmal einen hier einen Ward. Ziemlich sicher, dass sie hier rein vielleicht checken werden. Na, komm schon! Stirb! Kriegen wir nicht, oder ich krieg ihn nicht jedenfalls. Nicht zu sehr chasen. Wir können jetzt einfach den Turm. Top. Go, Tom. Oh, schön blocken. Jetzt back direkt für Drachen. Abfahrt. Noch nicht? Ist noch nicht ab? 33 doch. Wenn er 33 geschrieben hat. Ah, die haben den nochmal gemacht. Ja. Weiß gar nicht, ob er da ist. Können hier auf jeden Fall Botlane pushen. So. 500 AP, Vladimir, sehr geil. Jetzt auf jeden Fall in so einer Stage des Games. Immer einfach zusammenbleiben, groupen. Und eine Lane irgendwie. Das Problem ist, wir haben nicht guten Siege. Also wir haben halt... Wir müssen diven, wenn dann, richtig. Oh, hier, hier. Guckt sie euch an. Kann natürlich am Bait sein, ne? Und der Ghost hat mich gesehen. Schade. Okay. Na gut, jetzt einfach pushen. Wir gucken, was wir aus der Situation machen können. Weil wie gesagt, Dive ist halt eigentlich nur, wir können halt eigentlich nur diven. Oder Z kann eigentlich nur einen One-Shotten. Alter, er hat Infinity Edge. Ah, next Level. Muss aufpassen, dass man hier nicht jetzt gegrabt wird. Ja. Pulling. Gucken, wie er machen kann. Erstes Match schon mal weg. Blitzcrank. The main Blitzcrank. Wir sollten hier noch eine Wave bleiben, denke ich.
Eine Wave sollten wir, denke ich, hier noch bleiben. Okay. Jetzt noch die hier kurz die Wave holen. Oh, Shark sitzt. Ich gehe einfach auf die Backline. Die Jukes. Okay, nice. GG well played auf jeden Fall. Gut gespielt von meinem Team auch. Nice. Ja, Sonja ist mit hier, mit dem Pool einfach so nervig. GG well played auf jeden Fall. Noxia echt gut Leistung geleistet. Nice. Ich zeige euch mal eben die Statistiken. Bin selber gespannt, ob ich viel Damage gemacht, aber ich denke nicht, dass ich an Zed oder Lucian rankomme. Vielleicht sogar nicht mal an Rek'Sai vom Damage her. Also 130 Punkte Rad plus 18 hier bekommen. Damage stellt. Oh, ich komme eigentlich ganz, ganz gut ran. Ja, 23.000 zu 25.000. Online natürlich in der Lobby, könnt ihr mal sehen. Ja, fängt der hier. Der PJ Salt an. Auf jeden Fall mehr als der Gegner. Fizz hat nur 12.000, also man sieht halt, der kam halt echt meistens zum Lastest oder weil die Teams einfach nicht, weil die auch out of position waren und er einfach nicht so, einfach nur die Kills bekommen hat quasi. Ja, ansonsten, das war eine weitere Folge Abfahrt, ja, diesmal Wladimir. Kommen noch andere APs, ich denke für morgen überlege ich mir vielleicht Canon, irgendwie sowas, noch auf jeden Fall ein bisschen mehr AP, weil ich die Richtung eigentlich ganz interessant finde und ich APs eigentlich mag, von daher. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt mir Daumen hoch. Ja, tschüssi. Falls ihr Bock habt auf weitere Folgen von Abfahrt, Bootsfrauen und Bilderjoghurt, habt ihr hier die Links dazu. Viel Spaß dabei und tschüssi.